So, das wird nicht kommen. Das Einzige, was da hilft, ist, wir als Zivilgesellschaft müssen das machen. Und da wieder ganz kurze Plattform. Wir dürfen das Folgende nicht vergessen. Menschen unter 30 machen 50% der Weltbevölkerung aus gerade. Das heißt, wir sind jetzt momentan halt relativ jung so, ne? Und Menschen unter 30 werden zu 100% von dieser Nachhaltigkeitskrise betroffen sein. Menschen unter 30 machen aber nur 3% der Regierenden aus. Wer ernsthaft sagt, das ist nicht auch ein Generationenkonflikt, der will lügen. Natürlich sollte man jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen und so weiter, aber es gehört eben auch zur Wahrheit, dass der Generationenvertrag einseitig aufgekündigt worden ist und nicht von den Jüngeren. Die Jüngeren haben gerade das Problem, dass sie quasi um ihre Lebenschancen kämpfen müssen und von der anderen Seite halt dann vielleicht ein bisschen komisch gutiert werden. Wenn wir uns, und deswegen ist es auch wichtig, wir haben ja hier eine ganze Reihe von jungen Politikern ins Amt gebracht, von denen wir geglaubt haben, wir haben über 25 Jahre lang die quasi durch alle Instanzen getragen, überall gewählt und sind für die mit in den Straßen gewesen. Jetzt sind sie oben an den Schalthebel der Macht. Und wir erleben dort, dass sie nichts machen, dass sie weiterhin im Rahmen des Systems arbeiten. Und wenn man sie dann informell trifft, dann sagen sie einem so, ja, ihr müsst mehr Druck machen. What the fuck? So, ne? Also wir dürfen uns niemals darauf verlassen, dass irgendjemand uns hier erretten wird. Das wird nicht kommen. Nur aus uns selbst herein kommt die Zukunft dieses Planeten. Wir können das nur selber machen. Das heißt, wir müssen als Zivilgesellschaft irgendwie uns dazu organisieren. Und wie sowas aussehen kann, hier tolles Beispiel, Lena Schilling ist eine österreichische, beziehungsweise in Österreich unterwegs, Aktivismus, und die war beim Opernball und hat dann dieses Transparent ausgedingst, weil wir ja auch wissen, ein Milliardär stößt so viel aus, durchschnittlich wie 1 Million Menschen. Und wir haben einen ganz starken Überhang, von dem Reichtum verbraucht halt mehr. Und Reichtum sind auch die, die Entscheidungen mit beeinflussen oder selber entscheiden. Das heißt, dort war sie genau an der richtigen Stelle. Das ist, noch besser geht's gar nicht. Und jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, hat das was bewirkt? Ja, weil es kam nämlich jemand auf sie zu. Folgendes Zitat ist dann überhört worden. Ja, ihr brennt aber sowieso, ob wir jetzt hier tanzen oder nicht. Diese Art von Zynismus ist das ein Teil des Problems. Und das haben wir übrigens in Episode 2 ja auch sehr stark rausgearbeitet, wie diese Verteilung ist und wie dann auch ältere Generationen die jüngeren Generationen sehen und dann sehr wohl wissen, dass sie hier quasi ihren Wohlstand gegen die Kosten und die Lebenschancen der anderen leben. Und hier aus den Niederlanden, da haben junge Leute von Scientist Rebellion einen Privatflugplatz besetzt. Und sie sagen auch ganz klar, wir haben ein Problem, dass hier Top 1% halt eben emittieren in überragendem Maße und uns unsere Zukunft berauben, dadurch, dass sie den Status quo versuchen, mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten. Und diese Sache muss man klar sehen. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das sind bestehende Verhältnisse, die einfach da sind und die müssen wir anerkennen und dann können wir damit arbeiten. Und wie wir das tun können, ist, am 3.3. ist Klimastreik. Da müssen wir hin. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und wer jetzt irgendwie sagt, ja, ich habe keinen Bock und ich kriege ja vielleicht keinen frei, da müssen wir hin. Und wenn du selber nicht hingehen kannst, dann erzähl doch bitte 10 anderen Leuten davon. Oder versuch irgendwie eine Petition mitzuzeichnen. Oder mach Wind mit im Social Media. Oder frag bei Fridays for Future, was du tun kannst. Auf der klimastreik.org-Seite kannst du sehen, welcher Klimastreik gerade bei dir in deiner Nähe ist. Ich glaube, es sind irgendwie über 100 angemeldet oder so. Das nicht zu tun heißt, sich gemein zu machen mit diesen Verhältnissen, die wir gerade eben gesehen haben. So, ne? Wer sagt, er ist damit nicht einverstanden, es ist ihm nicht egal. Das ist die Gelegenheit, dort ein weiteres paar Beine mit an den Tisch zu stellen, damit klar wird, dass hier die Zivilgesellschaft lebendig ist und damit nicht zufrieden ist. So sieht's aus, liebe Leute. So, und vor allen Dingen kann man dann hier Max Mörder hier einen erzählen, von wegen, der irgendwie versucht uns hier, also das ist, glaube ich, der Jugendführer der FDP, Max Mordhorst, glaube ich, sitzt auch im Bundestag inzwischen, der eben schon gesagt hat, ja, die Klimabewegung ist ja tot und so weiter. Ich glaube nicht, dass das stimmt.